das damit zu tun, dass ich eben aus der DDR komme. Ne? Und meine Wurzeln eben in der DDR habe, 33 Jahre in der DDR gelebt habe und eben doch ein Mensch geblieben bin. Ne? Oh, wenn dem Ossi nachgesagt wird, dass er noch grauer ist, als es sich überhaupt gehört. Dass solche Begriffe geprägt wurden und dann durch die Medien auch wirklich multipliziert wurden, Ossi und Wessi. Ja, also man teilt damit natürlich ein Volk, was zusammenwachsen soll, nochmal begrifflich und die Menschen haben dann gegenseitig Vorbehalte, was ja eigentlich gar nicht sein sollte. Ich denke, es ist ganz, ganz gut, wenn man so ein bisschen Bescheid weiß, weil dann steigt man nicht so auf die Lügen ein, die überall verbreitet werden. Wenn ich im Osten spiele, also ich erinnere mich noch an ein Konzert in Stralsund, da war dann ein junger Mann, so 17, 18, hinterher hat er gesagt, das ist gut, wenn ich mal eine andere Sicht höre, denn meine Oma, die sagt mir immer, die DDR, die war das beste Land, was es überhaupt gibt. Und wenn ein junger Mensch hört von seiner Oma, dass eine Diktatur das beste Land ist, was es überhaupt gibt, warum soll er sich dann in der Demokratie engagieren?